Wie heute schon gesehen, werden Bauzüge oft von alten privaten Lokomotiven gezogen. Bis weit in die 2000er Jahre sind auch noch Tiger-Trommeln dabei. Es ist 220/295 der Leipziger Eisenbahngesellschaft, die hier einen Schotterzug zieht. Nachschub bringen zwei DB V100. / 225/295 zeigt sich annähernd im letzten Zustand der DDR-Reichsbahn. In Bordeaux-Rot mit umlaufenden weißen Zierstreifen. Eingereiht war sie in die Baureihe 120. Nach der Umstellung auf den gemeinsamen Nummernplan von DB und DR wurde daraus die 220. Heute läuft 220/295 in Schwarz lackiert bei einem privaten Unternehmen in Polen. Auch andere private Eisenbahnunternehmen haben mit ihren Trommeln Bauzüge bespannt. So auch die der Firma ITL in Pirna. Diese Trommel hier, in Blau mit rotem Streifen, gehörte zur Prignitzer Eisenbahngesellschaft.